In diesem Video werdet ihr eine Anleitung für die Vorbereitung und Durchführung des 1:1-Gesprächs bekommen und auch direkt üben können. Bevor es losgeht, nimm dir mal einen kurzen Moment Zeit und überlege, wie du aktiv geworden bist. Hat dich vielleicht jemand gefragt, ob du bei einer politischen Gruppe mitmachen willst? Oder warst du so wütend, dass du selber nach einer Gruppe gesucht hast und einfach dorthin gegangen bist? Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, aus denen Menschen bei Gruppen aktiv werden. Die schlechte Nachricht ist, fehlende oder gar keine systematische Ansprache ist eines der Gründe, aus denen solidarische Bewegungen weniger stark sind, als sie sein könnten. Die gute Nachricht, ihr habt es bemerkt, wisst, dass es sinnvoll ist und seid heute hier. Wir geben euch jetzt eine kurze Anleitung in Form von Fragen, wie so ein Gespräch, um eine neue Person zu gewinnen, aufgebaut werden kann. Die Fragen helfen euch bei der Vorbereitung, wenn ihr zum Beispiel in der Nachbarschaft, Schule oder im Betrieb Menschen für eure politische Organisation gewinnen wollt. Als erstes sollte ich mich fragen, wie ich das Gespräch eröffnen möchte und was der Kontext ist. Bin ich an der Haustür, vorm Jobcenter, Infostand oder etwa im Betrieb? Wie stelle ich mich und die Gruppe eigentlich vor? Und was muss ich unbedingt sagen? Denk dabei an die 30-70-Regeln. Wie möchte ich das Gespräch eigentlich leiten? Welche Fragen möchte ich stellen, um herauszufinden, was mein Gegenüber eigentlich bewegt? Was ist der Plan der Gruppe? Worauf arbeiten wir hin? Was erhoffen wir zu verändern? Und wie kann mein Gegenüber eigentlich mitmachen? Und als letzten Punkt, wie frage ich eigentlich nach dem Kontakt? Das ist auch immer ein guter Test, ob ich genug zugehört habe und das Gefühl habe, dass eine Vertrauensbasis da ist. Es ist total wichtig, wenn wir Menschen zu Treffen einladen, dass wir auch einen Kontakt haben, damit wir sie kurz vor dem Treffen vielleicht nochmal daran erinnern können und zeigen, dass wir es wirklich ernst meinen. Und jetzt nehmt euch gern 10 Minuten Zeit, die Fragen für euch zu beantworten. Überlegt erstmal, wo ihr jemanden ansprechen möchtet und wofür ihr die Person gewinnen wollt. Dann beantwortet die Vorbereitungsfragen. Gleich geht es weiter mit der Partnerübung und dafür solltet ihr mindestens zu zweit sein. Entscheidet, wer Person A und wer B ist. Person A fängt an, Person B anzusprechen. Person A teilt B erstmal mit, wo ihr gerade seid, und dann geht's los. Ihr habt 5 Minuten Zeit, Person B zu überzeugen, bei etwas mitzumachen. Danach hat Person B die Aufgabe, Feedback zu geben. Überlegt, was hat A eigentlich gut gemacht. Danach ist Person B dran und fängt an, Person A anzusprechen. Und Person A gibt dann Feedback und überlegt, was B gut gemacht hat. Pausiert das Video wieder gerne zum Üben. Und habt ihr jetzt Empfehlungen für das 1:1-Gespräch? Schreibt sie euch gerne auf. Das sind Sachen, die in der Vergangenheit andere Workshop-TeilnehmerInnen empfohlen haben. Auf Augenhöhe sprechen, auf Erfolge verweisen, freundliches Auftreten, offene Fragen stellen, Verbindlichkeit, die eigene Motivation sichtbar machen, Lockerheit und vieles mehr. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Üben, seid motiviert, auf die Straße zu gehen und Leute für euer nächstes Treffen einzuladen. Weiter geht's mit dem Spektrum der Verbündeten.